Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge von Company of Heroes 3. Potenz haben wir endlich eingenommen und wir gehen jetzt nach Norden, um die Deutschen zu verfolgen. Also keine Ahnung, als nächstes machen wir sowieso erstmal Avigliano, weil wir da den Partisanen helfen sollen. Da müssen wir halt erstmal kurz warten. Na, also, da ist nicht viel, wir müssen halt die Runde beenden, viel Spaß. Jetzt sind wir wahrscheinlich eh angegriffen und haben ein neues Gefecht, aber hey. Flugzeuge! Putz! Explosion, SFX-Effekte, Boom, Kapum, Kaplau, Tod, Verderben, überall. Nein, ist nur ein Speer, okay, schade. Erobern stand da unten rechts ganz kurz so random nebenbei. Alter, wie viele Flugzeuge hatten der bitte? Alles klar. Sir, German forces have disabled one of our ships and she's sinking fast. We need to get to her and salvage what we can before she sinks. Mit was soll ich das denn bitte machen? Reparieren Sie den beschädigten Zerstörer. Ja, mit was bitte? Wieso ist Ihre Loyalität die ganze Zeit irgendwie da und nicht da? Also, was habe ich denn getan? Wenn er wenigstens beistehen würde, was denen gefallen hat, das wäre noch echt hilfreich. Ja, Wahnsinn. Ja, cool, wie sollen wir denen helfen? Ohne Schiff, weil hier ist ja ein overpowerter Zerstörer anscheinend, keine Ahnung. Kannst du den bitte angreifen? Nein? Hm, schade. Wärst du nur zu irgendwas zugute, wa? Ja, der holt sich jetzt erstmal einen Teller. Er litt einen Schaden durch was? Hey, wo habt ihr jetzt Schaden durchbekommen, lol? Oh, wait. Das ist ja eine Mission. Ach so. Ja, dann machen wir die halt. Auch okay. Auf nach Montella. Das ist okay. Lol, ich dachte, wir erobern einfach die Stadt so, aber das ist ja eine Mission, aber ich voll verpeilt. Naja. Mit Sequenz. Get ready for a fight. The crowds aren't gonna like seeing us here. Hier ist alles buggy. Der zittert rum, Lichtbugs überall, alles ploppt noch auf. Junge, alles kaputt. Brass are looking to move supplies through this area, but the Krauts have other plans. They've fortified the crossroads and brought in heavy armor to stop us. That's why you're here. We need you to clear out their bunkers and artillery to open up the crossroads. They'll have heavy armor protecting the major roads, so you'll have to deal with that too. Those tanks are going to be a problem. But you need to secure this area if we're all gonna make it home before Christmas. All right, Corporal Conti, over to you. Okay, machen wir. Kein Problem. Easy. So, dann laber erstmal ganz kurz den Quatsch da ab. Looks like the Krauts have dug in deep. They must really want these roads. Let's do something about that, shall we? We're locked and loaded. Jo, ist okay. So, der Mörsertrupp holt sich das hier. Zerstören Sie feindlichen Verteidigungen. Easy. Oh, das sind hier die... Ah, oh, fuck, wie hießen die nochmal? Sturmtiger. So hießen die. Aber wo ist denn sein Kanonenrohr? Ah, nicht Sturmtiger, Brummbär? Ich hatte irgendwie einen Sturmtiger im Kopf. Oh, shit. Da ist der Schafsüze. Corporal! Looks like the Krauts are moving fuel supplies out of a village just down the road. Okay. Men, let's take a detour and see if we can slow them down by capturing that village. Wie teuer ist das? 40, ja, mach mal. Warum nicht? Oh, ich höre aber einige Schüsse. Okay. Rifleman ready. Holy shit. Ach du Scheiße. Da sind wir pinned down. Ja, ja, ich sehe schon. Läuft gut, läuft gut. Dieser Pioniertrupp, der hatte da entspannte Sachen. Eine Kampfstellung. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Wieso kannst du das nicht machen hier? Wegen dem Scheißpunkt oder was? Ach, Junge. Okay.
Dann machen wir natürlich unser typisches Lazarett wieder, ne? Ist klar, ist wichtig. Dann warten wir da drauf, weil ich hätte mich gerne wieder meinen Chefi. So, Rauchbombardement, Partisanen stören. Er lebt der Scharfschütze noch? Erzähl kann. Wie kann denn der schon noch leben? Yo. Könnt ihr jetzt bitte mal umdrehen? Na, dann halt nicht. Der ist eh tot. Mach's gut. Weißt du, wir machen hier ein Riesenbombardement drauf. Der lebt einfach. Gar kein Problem. So. Dann gehen wir jetzt wieder mit allen Truppen so gemeinsam dahin. Trupp 1. So. Dem geht's gut. Sind die Täter her, haben denen geholfen. Trupp ist wieder vollständig und geheilt. Dann machen wir hier mal eine Kampfstellung hin, einfach weil es geht. Ich will wissen, was sie alles kann. So, dann gehen wir weiter nach vorne. Nur ein Stück. Da ist der Pionier-Trupp. Goddammit! Kannst du bitte mal den Sniper treffen? Das wäre wirklich hilfreich. Mach rum. Na, passt. Okay, der Mörser fliegt ewig lange. Aber hey. Nach vorne bitte. Oh, der hat auch einen Mörser. Putz. Putz. Ach, das ist ein Bunker, lol. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden, wie ich ehrlich bin. Ich dachte, da wäre irgendwo ein MG, das habe ich vielleicht gar nicht gesehen beim ersten Mal. Kann ich da nicht jetzt einfach jetzt ein Sperrfeuer draufsetzen? Ja, bleib mal ganz kurz da liegen, ist schon okay. Wenigstens können wir die sehen. Nice. So, du gehst bitte nach vorne. Was für eine Reichweite hast du denn? Na geht, dann mach mal bitte da drauf. Nee, reicht doch nicht, müsst doch noch laufen. Perfekt. Wahnsinn. Hat trotzdem einen erwischt, ärgerlich. Oh shit. Komm, treff. Okay, verpiss dich. Okay. Ich glaube, wir müssen uns kurz verpissen. Mach's gut. Kannst du jetzt eigentlich hier ein MG draufbauen? Kannst du sogar. Mörserstellung geht auch. Das ist geil. Okay. So schlimm. Dann lassen wir mal ganz kurz alle heilen eben. Erstes Ziel ist mich erfüllt. Ach, wir haben sogar nur Zeit für das Dorf. Ach so, ja, dann gehen wir da als nächstes hin, oder? Na, da ist doch wohl dann klar. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz den besten Punkt, den es überhaupt gibt hier. Dem geht's wieder gut, dem geht's auch gut, dem geht's auch gut. Passt. Human, get ready! Wenn der voll geheilt ist, dann gehen wir direkt hoch zum nächsten Punkt. Gehen wir den zuerst Bars oder machen wir hier. Na, wobei, der ist eigentlich Quatsch, der den jetzt irgendwie noch zu verstärken. Ja, ja, ich bin doch schon dabei. Entspann dich doch mal, Junge. Was für ein Kack-Hektiker, Junge. Geht mir der auf den Sack. Mach mal hin, ey, Klass. So, alle schön dahinter. Den Mörser stellen wir hier oben drauf. Das müsste eigentlich eine richtig, richtig gute Position sein. Da bitte hin, da, und den stellen wir vorübergehend dahinter die Fahrzeuge. So.
belastend. Ich kann den Chef hier nicht bauen. Wenigstens den Greyhound. Das tut doch weh. Well, aren't we a sight for sore eyes? Get on my ass and stay there. So, ich glaube aber hier, genau da mittendrin, wäre eine Mörserposition richtig stark. Sniper, there! Mach mal. Sniper, echt jetzt wieder? Yo, den hat's gerade voll erwischt. Enemy Sniper, he's picking us off! Geh mal rein und drück die bitte raus. Sniper, there! I got the last one! Pull in, squad! Oh, boom. Nice. Da ist noch ein Panzerspähwagen. Der kriegt halt ein MG drauf. Oh, da sind zwei gestorben. Hm, ungünstig. Wobei, fahren wir lieber da oben hin. Auch wenn er der Brumbe ist, aber ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Ah, der Mörser steht echt gut da. Kannst du dir den da holen und sich heilen, oder geht das nicht? Ja, war jetzt wie so mittelmäßig, ne? Hä? Kannst du nicht? Hallo, könnt ihr bitte bauen? Oh ja, das steht natürlich erstmal eine Schlucht, perfekt. Ungünstig. Wirklich ungünstig, Alter. So, die lassen wir mal ganz kurz zurückziehen. Den auch. Den Mörser stellen wir weiter nach vorne. Yo, genau. Alter, was geht denn hier jetzt ab? Holy shit. Weißt du was? Kostet man jetzt... Wobei, nee. Nee, nee. Wenn gerade die Schüsse ankommen, dann... Nee, 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 nee. Ist dann eh wieder zu spät so. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten für Truppen irgendwie, ne? Das ist belastend. Mehr Schützen oder... Wir machen mal ganz kurz noch so ein Zentrum. WRC going up. Passt schon. Wobei, denen geht's immer noch gut, ne? Wir könnten da gleich einen Mörser reinpacken. Weil irgendwie scheint die Stellung nicht zu interessieren, was ich gut finde. Schön, schön, schön. Ach stimmt, die hatten ja die Bazooka-Trops, ich erinnere mich. Da können wir eigentlich mal einen von machen kurz, ne? Enemy reinforcements incoming. New recruits in. Rifles reinforced. Time to earn your living. Die Rifles gehen erstmal nach oben wieder. Okay, er schießt drauf. Wir machen trotzdem mal eine Mörserstellung rein. So, hier ist die Wand bitte stellen. So, du bist die 4. Reparierst den bitte. Den schicken wir ganz kurz hier vorne hin. Komm, stirb. Geil, jetzt wird der Mörser getötet, weil die anderen Truppen nicht da sind. Belastend. Na, dann geht weg. Er lässt den Mörser sogar stehen. Perfekt. Dann halt nicht. Belastend. Die Mörserstellung ist fertig. Und Boots. Und trifft er den oder hat er nicht vorgeaimt? Oh, ist ein Hit. Hier in der Mitte hin. Oh, perfekt. Die werden von der Seite abgeschlachtet. Das ist stark. Und hau wieder ab. Den haben wir. Ach, der Mörser geht ganz weg. Der hat ganz reingehauen. Ja, dann mach's halt gut. Dann ist mir's auch egal. Machen wir lieber nochmal ganz kurz ein Panzerdingens hier. Und noch ein Greyhound. Ach, jetzt hat er eine Kanone. Die hab ich gar nicht gesehen.
Die sah vorher aus wie so ein leeres Feld, aber... Hm. Autsch. Ah ne, guck mal, die verschwindet sogar wirklich, die Kanone. Ist ja witzig. Zack, weg ist sie. Und noch ein Visual Bug, den wir hier haben. Sehr schön. Bazooka Squad reporting in. Geil, gar kein Damage. Ich find's übrigens sau cool, wie der Sanitäter hinrennt. Und die Leichen auch aufsammelt und sowas. Das ist schon cool. So, bitte mal dahin. Wir machen gleich noch einen Bazooka-Trupp, das war so drei Stück haben. Drei Angriffstruppen und drei Bazooka-Truppen. M8 Greyhound is deploying. Where you want the M8? Point is at the enemy. Heading to new coordinates. So. Du gehst mir gerade die Shadow reparieren, falls geht. Was ist mit dem eigentlich? Der steht da die ganze Zeit zu dumm rum. Ah, muss er selber wissen, ne? Machen wir mal kurz ein paar Brownings. Gut. Die trotzdem kassieren, ne? Krass. Wir sind voll in der guten Deckung und sind mit zwei vollen Truppen gegen einen Trupp von ihm. Trotzdem gewinnt sein Stoßtrupp. Krasse Stoßtruppen, Mann. Aber echt ganz cool, dass die stark sind. So, da bitte hin. Oh Gott, Entschuldigung. So, ihr könnt ich jetzt ganz kurz den Punkt holen. Putz. Gott, schon schieß. Boom, Junge. 1000 EP. Perfekt. So, und ihr geht jetzt bitte auch auf direkt auf den da. Wobei, der Mörser macht schon ein kleines bisschen Damage. Also auf Jahre gesehen wird er dem bestimmt Schaden machen. Irgendwann. So, noch einen davon. Dann ist unser Haupttrupp quasi fertig. Boah, ich hätte so gerne die Chaffee-Panzer gehabt, ne? Die sind so gut, Mann. So, Mörser tot. Der ist auch tot. Bazooka Squad reporting in. Guck mal, wir haben sogar hier Aufklärungsflugzeuge und so ein Scheiß. Lol. Der kostet ja gar nichts. Ich dachte, der kostet was. Na dann. Okay, der ist kaputt. Oder fliegt zumindest. Okay, er markiert ein paar Einheiten für mich. Das ist sehr nett von dir. Der wobbelt immer noch mitten rum so ein bisschen. Das ist ein Asshorn. Kriegt jetzt auf die Fresse mit seiner unsichtbaren Kanone. Putz, putz, daneben. 4, 5, 6, 7, 8. Acht Schüsse. Und jetzt so wenig Schaden bekommen. Weil fast alles daneben ging. Ja, das ist ja richtig nutzlos, dieser Hobizen-Sperrfeuermann. Naja. So, dann gehen wir mal da hoch. Alle mal rein. Angriff. Machen wir noch einen Greyhound, dann haben wir wenigstens drei in jedem Trupp. Weiterfahren, mich treffen lassen. Perfekt. That's the second one. Stay focused. Remember your training. Remember your training. Ja, aber das Nashorn sollten wir eigentlich easy überrennen können, eigentlich mit den zwei Panzern. We got the word set up once that area is secure. Natürlich, wie viele Truppen da sind. So, ich mache da gleich eine Smoke Quarantäne hier. So. Und fahr um ihn rum. Komm, passt schon so. M8 Greyhound is deploying.
Du, das kannst jetzt hier stehen, zum weiter erobern. Hallo, stehen bleiben hier. Jetzt kannst du reparieren gehen. Zack. Und rein da. Schön von allen Seiten. Ach, das ist noch ein Panzer 4. Lol. Das sind sogar zwei Panzer 4. Panzer 4 Wagen ist ja sogar nett. Der hat es gleich hinter sich. Sehr ärgerlich. Geht aber noch. Oh. Alter, das Nashorn hat viel getan. Mein Panzer ist down. Und gewonnen. Alright, men, pay attention. Looks like we've stirred those Krauts up, and they're bringing in forces for a counterattack. Word's been given, men. Okay, jetzt wollen die counterattacken. Fall back to the HQ. We'll hold them off there. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Das ist okay. Wir haben einen Greyhound verloren, das ist ein bisschen ärgerlich. Holen wir uns ganz kurz einen neuen. Und wir machen am besten nochmal zwei Mörsertruppen. Weil wenn wir eh verteidigen müssen, dann passt das schon. Das ist schlecht. Yo, abgeprallt, perfekt. Oh ja, nice. Fast gar kein Damage. Weißt du was? Wir rennen mal ein bisschen schneller, wenn wir Rückzug machen. Die hätte ich ja schon vorkommen können. So, du stellst dich da ins Gebüsch oder so? Holy shit, ist der da dran. Okay, das ist unerwartet, bin ich ehrlich. Aber ich habe meinen Greyhound da, alles gut. Okay, er will mich ein bisschen einrauchen. Mach ruhig. Fucking Flamethrower! Oh, den hat zwar schon ganz gut erwischt. Das ist ein Raketenwerfer, aber. Er ist ungünstig. So, mal ganz kurz zurück mit dem. Einmal kurz reparieren gehen, bitte. Killt ihn. Er wird schießen, oder? Er wird nicht schießen. So, den töten, bitte. Wie sie da drauf sitzen, lol. Ja, die Keks. Sehr schön. Okay, mein Greyhound bitte auf die Fresse. Danke dafür. Schade. Da hinten hin, komm. So, Angriff auf den bitte. Die waren da. Putz, Junge. Nice. Der kann noch einen vertragen. Und die anderen beiden haben schon einen, ne? Perfekt, dann sind die sogar alle fertig. Sehr schön. Sieht doch gut aus hier. Geheilt werden die auch gerade alle. Gehen wir mal ein Stück zurück, damit die auch ein bisschen geheilt werden hier. Na, wobei. Da kommt noch ein Panzer 4 hochgefahren. Alter, alles direkt voll Feuer drauf. Gut, Mörs auch noch. Wunderschön. Ja, gar keine Chance. Das war's schon. Alright, let's get some rest. There's still a long way to go to Rome. Ja, das war jetzt irgendwie simpel. Da war der Angriff schwerer als die Verteidigung, ey. Cool. Well, I was right.
The Krauts really didn't like seeing us here. % Effizienz, Klassiker. Und fortfahren. Dann laden wir mal wieder eine Stunde, ne? Ist ja gar kein Problem. Ja. Wir haben die Hälfte geschafft. Und es steht still. Ach, dann trinke ich halt noch was, wenn das so lange dauert, Mann. Was soll das denn, ey? Na komm. Tu was, irgendwas, aber tu's. Belohnungen. Cool. Ciao, ciao. Montella gehört uns. Ey, Butz. Spiel wird gespeichert. So, den müssten wir noch ganz kurz da oben hinschicken. Deswegen einmal bitte nach vorne laufen. Nice, hier ist alles überall voll mit Kanonen und so weiter. Ekelhaft. Weil nächste Runde muss er auf Avigliano laufen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit dafür. Passiert. Ist das da oben eigentlich immer noch ein Zwischenziel? Ja, ne? Das ist mit Bari immer noch ein Nebenziel. Dann werden wir das auf jeden Fall auch machen. Ich dachte, das wäre so eine Wahl, Potenza oder Bari auch, weil das halt so als Nebenziel war und das Hauptziel war, aber dann gehen wir als erstes nach hier rechts, machen erstmal hier die ganzen Dinger da rechts zu, bevor wir nach hier oben gehen. Ja. Und ansonsten... würde ich eigentlich gerne mal irgendwann mal hier was rekrutieren, aber kann ich nicht, weil ich keine Bevölkerung mit habe. Also machen wir eh Hafenstädte. Am besten müsste man mit dem jetzt auch andersrum gehen, nach Neapel, also Pomigliano und Neapel machen. Das ist wichtig. Dass wir auf jeden Fall Hafenstädte kriegen. Und dann müssen wir mit dem Trupp hier nach Avigliano, nach Spinazzola. Oder nach hier unten, wir gehen da nach Alta Mura oder so ein Scheiß. Und dann gehen wir hier hin. Dass wir uns da dann die Sachen holen. Für mehr Bevölkerungslimit. Ja. Und das war's dann auch schon. Na, wir haben mehr können wir nicht tun. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.